Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. In diesem Video zeige ich euch, wie man sicher den Kopter von der Hand aus startet und auch wieder landet. Was ich in der Hand habe, ist der DJI Air 3 und im Endeffekt funktioniert die Technik, die ich euch in diesem Video zeige, bei allen anderen Koptern auch. Beim Phantom war es sogar noch einfacher, weil wir hier ein Landegestell hatten, da konnte man relativ gut dran fassen. Das haben die neueren Kopter, die faltbar sind, eben nicht mehr. Da haben wir unten nur noch den Bereich, an dem man sicher hingreifen kann. Alles, was weiter oben ist, sprich ab dieser Höhe hier, da rotieren ja die Rotoren. Kleiner Wortwitz. Und da reinzulangen wäre ungünstig. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Ich hatte mal einen startenden Kopter, der beim Starten umgekippt wäre. Da habe ich aus Reflex reingehalten, um die Kamera zu schützen. Und das waren damals allerdings noch Carbonblätter. Die haben direkt drei Finger in Mitleidenschaft gezogen und dann musste alles genäht werden. Das war eine unschöne Erfahrung. Bei den neueren Blättern ist das so, die sind aus Plastik und sind relativ dehnbar, biegbar, flexibel. Da würde ich mich bei der kleineren, bei der Mini 3 oder bei der Mini 4 so trauen reinzulangen, aber ich möchte sie unbedingt ausprobieren. Bei dem R3 haben wir doch etwas größere Blätter und die drehen sich mit einer höheren Geschwindigkeit. Da wäre ich also vorsichtig, deswegen starten aus der Hand und landen in der Hand immer mit Vorsicht zu genießen. Ich würde es auch keinem anraten, das zu tun. Das ist nur meine Methode, wie ich damit zurechtkomme und das hat einen einfachen Grund. Wenn beim Starten zum Beispiel im unwegsamen Gelände, im Gebirge oder bei Geröll oder auch im hohen Gras die Schwierigkeit sich ergibt, dass der Kopter irgendwo platziert werden kann, dann starte ich ihn gern aus der Hand heraus. Und da gibt es einige Sachen zu beachten. Ein paar von euch schleppen wahrscheinlich die Landematte mit. Da ist dann ein großes H für Helikopter aufgezeichnet. Und das ist zur Orientierung für die Rückkehr vom Kopter eigentlich eine gute Sache. Aber die zu platzieren, dass sie eben irgendwo liegt, das ist auch manchmal schwierig. Und zum Zweiten muss man auch beachten, dass beim Starten der Rotoren einiges an Dreck aufgewirbelt wird und das Gerät dann unter Umständen hier in diesen sensiblen Bereich rein und das möchte ich vermeiden. Deswegen starte ich, wenn es geht und vor allem im unwegsamen Gelände erst recht aus der Hand. Ja, was brauche ich dazu? Zum einen den Kopter natürlich und zum anderen die Fernbedienung. Ich habe es noch nicht gekauft, aber wenn ihr das macht, dass ihr den Kopter aus der Hand startet, dann würde ich euch raten, um die Hände frei zu haben, ein Lanyard hier zu befestigen. Das kostet ein paar Euro und dann könnt ihr im Endeffekt den Controller baumeln lassen an der Hüfte oder vor euch am Körper und braucht euch nicht dazu oder darum Sorgen zu machen, dass hier irgendwas aus der Hand rausfällt. Mit einer Hand geht's, das möchte ich euch hier zeigen, aber es ist ein bisschen umständlicher. Also was müssen wir machen? Als erstes natürlich die Fernbedienung einschalten, dann den Kopter. Ich klemme einfach mal die Fernbedienung hier zwischen die Füße. So, jetzt initiiert das Ganze und ich halte jetzt erstmal als allererstes weit weg vom Körper oder so weit wie es geht weit vom Körper und als zweites natürlich oberhalb vom Kopf, denn sollten sich die Rotoren aus irgendeinem Grund anfangen zu drehen, dann habe ich das Problem, dass die hier auf Augenhöhe durchaus... Okay, habe ich verstanden. Dass die hier auf Augenhöhe irgendeinen Schaden anrichten könnten. Deswegen also weg vom Körper und hoch. Also oberhalb des Kopfes. So, als nächstes gilt es zu beachten, aus welcher Richtung kommt denn der Wind. Denn beim Starten wird der Kopter leicht in die, vom Wind in eine andere Richtung geschubst. Das wollen wir auch vermeiden. Also im ungünstigsten Fall kommt jetzt von mir aus gesehen der Wind von der rechten Seite und würde den Kopter ein bisschen hier rüber treiben. Ist zwar normalerweise nicht der Fall, aber wir wollen uns ja schützen. Also schauen wir jetzt erstmal, tatsächlich der Wind kommt von mir aus gesehen von rechts. Deswegen entweder den Kopter tatsächlich weit über den Kopf halten oder umdrehen und dann würde der Wind den Kopter weg von mir schubsen und nicht zu mir her. Also ich entscheide mich jetzt für die Variante, dass ich den Kopter noch weiter nach oben halte. Dann kann ich hier auf der Fernbedienung mit der linken Hand den Startknopf betätigen. Und jetzt muss ich ein bisschen, ihr seht ja, das ist ein bisschen fummelig. Jetzt muss ich, um die automatische Startsequenz einzuleiten, den Knopf in der Mitte drücken. Und das ist mit einer Hand ein bisschen schwierig, weil mein Daumen nicht lang genug ist. Also klemme ich hier die Fernbedienung rein. Darauf achten, dass ich hier wie eine Freiheitsstatue stehe, den Kopter weit über den Kopf.
Ja, und ihr seht, das hat schon relativ gut funktioniert. Sobald die Rotoren drehen, will der Kopter ja nach oben. Normalerweise bleibt er, wenn das von Boden aus gemacht wird, auf 1,5 Meter Höhe stehen. Orientiert sich ein bisschen, gebt dem Kopter ruhig ein bisschen Zeit, um sämtliche GPS-Signale zu empfangen. Ich habe hier im Augenblick 31 Satelliten. Das heißt also, er schwebt stabil in der Luft, das passt schon. Und ihr seht, wenn ich die Fernbedienung hier loslasse, dann passiert nichts. Der Kopter steht genau über mir und der macht erstmal gar nichts. Und dann mache ich meine Flugmanöver und bringe ihn dann wieder zurück. Und das machen wir jetzt. So, die Drohne steht jetzt rechts von mir. Und da sind wir auch schon. Und ich persönlich möchte es nicht, dass die Drohne direkt auf mich zufliegt. Ich bewege sie immer seitlich auf mich zu. Das heißt also, ich drehe die Schnauze wieder nach vorne Richtung Kamera. Und ihr hört schon am Piepen hier, und ihr seht es vor allem hier im Bildschirm, da wird ein Hindernis erkannt. Das heißt also, das funktioniert. Der Kopter, wenn ich ihn jetzt weiter zu mir her bewege, gibt es das Warnsignal aus, obla, da will ich eigentlich gar nicht hin, da ist ein Hindernis. Also ich bewege ihn etwas weiter nach oben, ungefähr dahin, wo ich ihn vorher hatte, überhalb oder oberhalb der Kopfhöhe. So, und ihr seht, das Piepen ist wieder weg. Ich kann den Kopter wieder etwas weiter zu mir herholen. Und jetzt stelle ich mich ein bisschen weiter weg vom Kopter, drücke den linken Steuerknüppel nach unten und initiiere somit die Landesequenz. Am Anfang merkt das Ding, aha, da ist was unter mir, da will er noch nicht runter. Da bleibe ich einfach stehen mit der ausgestreckten Hand und schaue, dass ich den Kopter nach unten bewege. So lange, bis er sagt, okay, hier ist anscheinend fester Boden. Meine Hand nimmt er dann quasi als festen Boden wahr und dann sinkt er nicht mehr weiter und dann hören die Rotoren auf, sich zu drehen. Und sobald das der Fall ist, sobald die Rotoren aufhören, sich zu drehen, kann ich sagen, okay, jetzt ist er sicher gelandet. Jetzt kann ich wieder in umgekehrter Reihenfolge zuerst den Kopter und dann die Fernbedienung ausschalten. Und das war es eigentlich schon. Im Endeffekt sind die Tipps folgendermaßen: weg vom Körper halten, weit oberhalb vom Kopf halten, falls die Rotoren sich zu einem Zeitpunkt anfangen zu drehen, in dem ich noch nicht vorbereitet bin. Damit seid ihr eigentlich immer auf der sicheren Seite. Wie gesagt, ihr müsst das nicht tun. Es kann immer was passieren. Ihr solltet auf jeden Fall euch der Lage bewusst sein, dass alles, was mit Handlandung und Handstart zu tun hat, ein gewisses Risiko beinhaltet. Und wenn der Boden es erlaubt, wenn ich zum Beispiel auf einem flachen Stein landen und starten kann, dann mache ich das auch. Und wenn das Gelände es nicht zulässt, dann mache ich einen Handstart und eine Handlandung. Und die ist eigentlich relativ, wenn man diese Tipps beherzigt, relativ sicher. Und dann schont ihr auch so ein bisschen unten den Bereich, wenn was passieren sollte, wenn beim Starten oder beim Landen die Drohne mal kippen sollte, dass die Kamera keinen Schaden nimmt oder unten die Sensoren, doch alles sehr empfindlich und sehr teuer. Falls euch dieses kleine Video gefallen hat, wie immer freue ich mich über einen Daumen nach oben. Falls es euch nicht gefallen hat, hier kommt der Witz wie immer, da freue ich mich auch über einen Daumen nach oben und wir sehen uns hoffentlich gesund und munter beim nächsten Video wieder.